Hi, ich bin's hier, Erik. Das ist eine neue Folge vom Messbus. Das Scannen wir sind von der Straße und ich bin heute hier mal schnell rausgefahren zu meinem Kollegen. Der ist ja nämlich fleißig am Scannen und macht mal was Interessantes und das möchte ich euch hier mal zeigen. Hier steht hier unser Einsatzfahrzeug. Hier seht ihr schon eine Menge Kugeln. Da kommt schon mein Kollege um die Ecke mit dem grandiosen Hochstativ. Ja, Malte, erklär uns mal ganz kurz, was wir heute hier machen draußen hier. Ja, das schon seit ein paar Tagen. Ja, das seit ein paar Tagen, tatsächlich. Wir nutzen jetzt gerade die gute Zeit des Wetters, weil die letzten Wochen waren doch sehr verregnet. Und die Regenüberlaufbecken waren entsprechend dann halt voll. Und jetzt nutzen wir die Zeit der Kunst, um die Regenüberlaufbecken zu scannen. Das sind unterirdische Becken, die eben neu aufgerüstet, erweitert etc. mit Technik werden sollen. Und dementsprechend brauchen die eben eine gute Bauwerksdokumentation. Und das ist eine Planungsgrundlage dann für diesen eben Erweiterungsumbau. Genau, so, richtig, ja. Genau, richtig. Und das dient dem Hochwasserschutz, oder? Das dient dem Hochwasserschutz, so zumindest meine Information. Okay. Genau, und dementsprechend scannen wir jetzt hier in der Ortschaft mehrere so Regenüberlauf-Rückhaltebecken, um eben da den Stand der Dinge zu bekommen. Dazu nehmen wir hier unser schönes Hochstativ, weil das ja der sicherste Weg ist, hier seinen Scanner nicht zu versenken. Halt. Genau, richtig. Grundsätzlich sind die schon vorgereinigt, die Becken, aber wir wollen natürlich eine Verbindung von Becken zu Becken, dass man im Modell auch eine Referenz zueinander hat. Das heißt, ich muss die irgendwie überirdisch verbinden, weil unterirdisch sehe ich das eben nicht. Und dementsprechend brauche ich eben mein Stativ, weil wenn es nur um die Kammer gehen würde, könnte ich mich einfach unten reinstellen tatsächlich. Achso, okay. Achso, wir machen das, damit wir quasi Runden scannen und dann ziehen wir die Scanner auf die Höhe, also ja auf die Oberirdische. Alle Schächte, die jetzt hier dazugehören, eben alle zueinander in der Referenz passen. Okay. Also und wenn zum Scannen fahren wir das dann den Scanner mal so auf halbe Höhe, dass der reinguckt und rausguckt? Genau, wir fahren im Prinzip einmal über dem Schacht, ja. Ungefähr auf der Höhe, ja. Um eben auch meine Passpunkte zu bekommen, ja. Die mir nachher dienen für die Verknüpfung mit verschiedenen Scans an der Oberfläche. Und je nachdem, wie der Schacht eben ausschaut, da gibt es ganz unterschiedliche, wenn man jetzt mal reinschaut, sehen wir, hat man im Prinzip nochmal so eine Zwischenkammer. Und bei jeder Engstelle versuchen wir im Prinzip einmal kurz vor der Engstelle, in der Engstelle und unterhalb der Engstelle zu scannen, damit wir eben diese Überlappung haben. Weil hier werden wir keine Kugeln anbringen können, das wird schwierig. Ja, ja. Und dementsprechend müssen wir eben in gewissen Abständen immer wieder scannen, damit wir eine gute Überlappung haben zwischen den Scans. Ja, und für alle Leute, die immer fragen, brauchen wir denn überhaupt noch irgendwelche Referenzmarken und Kugeln? Also ja, das möchte ich mal sehen, wie man das hier mit Cloud-to-Cloud zusammenbaut. Genau. Also auf Genauigkeit. Ja. Hier so mit den vielen 3D-Features. Der wird unsere kleine Hütte hier nichts nutzen. Ja, genau, genau. Also dafür, wie gesagt, sind der Passmarken immer gut. Deshalb stellen wir die auch noch her und nehmen die. Und das haben wir auch so Bodennägel hier oder Bodenspieße so und so mit dabei. Halt, ne? Also wie gesagt, wir testen unser Equipment auch selber. verkaufen das nicht nur halt ein bisschen so. Und gucken, dass das gut funktioniert. So. Ja, Malte, dann danke hier für die kurze Instruktion in das Thema Scannen unterirdischer Schachbauwerke. Genau, perfekt. Also, viel Spaß hier, Rest des Tages, Wetter passt ja auch. Ja.